der günstigste Stromtarif Deutschlands. So, da würde ja jeder mitmachen. Ja, da kann man mal. Das ist der Mann, der nicht nur Deutschland Strompreise auf den Kopf stellen will. Philipp Schröder, ehemaliger Tesla-Deutschland-Chef, will mit seinem Startup die Energiewende bezahlbar und gleichzeitig regelrecht sexy machen. Wie soll das funktionieren? Wir haben auch einen Plan, dass wir es vielleicht schaffen können, in Europa diesen iPhone-Moment zu haben für Energie. Kunden bietet er Komplettlösungen aus einer Hand. Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Ladestation fürs E-Auto und dazu den günstigsten Stromtarif. Das wollen wir überprüfen bei Kunden, die das System schon haben. Eine Kostenersparnis von 1.000 Euro und das sind mehr als 50% gegenüber dem letzten Jahr. Das Startup liefert nicht nur Hardware und Software dafür, sondern auch noch den Installateurmeister aus der Region. Denn zum Konzept gehört, gut laufende Meisterbetriebe aufzukaufen. Es ist eine große Herausforderung, aber kein Moment des Bereuens. Trifft man Philipp Schröder, wird eines schnell klar. Hier denkt einer ganz groß. Gelernt hat er das aus seiner Zeit mit Elon Musk, der ihn zum Tesla-Chef von Deutschland machte. Das war vor 10 Jahren. Damals bestand Tesla hierzulande nur aus einem kleinen Showroom. Ich denke, dass die Art und Weise bei Tesla konsequent groß zu denken, dass das was ist, was Deutsche sich oft nicht so trauen. Ich habe aber gelernt, dass das bei einem Geschäft, was wirklich eine konsequente Veränderung der Art und Weise, wie wir leben, also wie wir Auto fahren, wie wir Energie konsumieren, wie wir CO2 emittieren, dann muss das auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht auch mal als größenwahnsinnig gilt. Da hatte Tesla oder auch Elon nie Berührungsängste. Deswegen Großdenken ist sicherlich einer der Punkte. Und hart arbeiten auch. Bei Tesla ging der Masterplan auf. Heute ist es das meistverkaufte Elektroauto Deutschlands. Aber Strom in absehbarer Zeit nahezu kostenlos anbieten? Wie soll das funktionieren? Wie sieht Philipps Masterplan für die Revolution des Energiemarktes aus? Der erste Schritt vom Masterplan war eigentlich zu sagen, dieses Problem Fachhandwerk in ganz Europa, wie kommen wir da ganz schnell rein? Deswegen haben wir gesagt, okay, warum eigentlich nicht versuchen, einige der führenden Unternehmen in diesem Bereich auf eine europäische Plattform zu bringen? Konkret bedeutet das, Meisterbetriebe in ganz Europa aufzukaufen. Dass Philipp nicht nur redet, sondern wirklich handelt, sehen wir hier am Standort Göttingen. Elektromeister Ingo Stefan hat vor einem Jahr seinen Betrieb an 1,5 Grad verkauft. Dabei lief das Geschäft gerade in diesen Zeiten extrem gut. Warum hat er trotzdem verkauft? Ausgerechnet an ein Startup, das völlig unbekannt war. Diese ganze Vision, da was Einmaliges zu bauen, die ist schon sehr spannend. Und die hat uns am Ende auch dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir machen da mit, wir wollen da ein Teil von sein, um genau die Energiewende schneller zu machen. Ingos Betrieb ist nur einer von inzwischen 65 Standorten in 7 Ländern, die das Startup aufgekauft hat. Bei Ingo hat sich seither in nur einem Jahr ganz viel verändert. Dank des frischen Kapitals vom Startup ist der Standort rasant gewachsen. Eigentlich hatte er 30 Angestellte, jetzt sind es 120. Statt 100 Systemen bestehend aus Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und E-Auto-Ladestation schafft der Betrieb jetzt 450 im Jahr zu installieren. Ein wichtiger Schritt hin zu Philipps zweiten Punkt im Masterplan. Der zweite Schritt ist ja, es vor allem günstiger auch zu machen. Und wir haben dafür ein Programm aufgesetzt, wo wir alle Schritte digitalisieren, das heißt die Prozessschritte, aber auch die Beschaffung direkt beim Hersteller nach unseren Anforderungen und auch teilweise, dass wir zum Hersteller werden, das ist aufgesetzt worden und daraus entstehen Synergien. Und all das wird bei uns über eine Software abgedeckt und da sparen wir vor allem Zeit. Für die traditionellen Handwerksbetriebe bedeutet das natürlich eine große Umstellung. Doch am Ende hat die Digitalisierung große Vorteile. Die Dachmonteure haben dann hier genau ihr Projekt und auch
meine ganze Montage, Dokumentation. Da kommen von den Elektrikern Messprotokolle rein, automatisch. Da habe ich keine analoge Mappe, die nur einmal existiert. Das kann ich von überall aus zugreifen. Das macht es natürlich viel einfacher, auch in der Archivierung der ganzen Projekte. Denn man muss ja auch dem Kunden in 15 Jahren noch helfen können. Um die neuen Prozesse und Programme zu lernen, gibt das Startup regelmäßig Workshops, natürlich auch digital. Sehr viel Neues innerhalb von einem Jahr. Wie gut kommt diese Umstrukturierung bei den Mitarbeitenden an? Ich denke, alleine die Mitarbeitendenzahlen sprechen ja dafür. Also wir haben eine sehr geringe Mitarbeiterfluktuation. Wir haben die Möglichkeit, junge Leute dafür zu aktivieren, dass sie gerade uns wählen. Wir haben keine Probleme, Azubis zu finden. Wir haben einen sehr jungen Mitarbeitendenstamm. Das merkt man dann doch schon, dass gerade das Thema Erneuerbare oder gerade auch unser Stil viele junge Leute anspricht. Extrem wichtig in Zeiten des Fachkräftemangels. Das Aufkaufen und Modernisieren der Handwerksbetriebe läuft also. Nach kürzester Zeit arbeiten schon 1.500 Leute für das Startup. Auch der zweite Punkt funktioniert. Durch die Vereinheitlichung der Prozesse in den Handwerksbetrieben wurden die Anlagen für die Kunden im letzten Jahr um 35% günstiger und gleichzeitig schneller verfügbar. Aber das ist noch nicht alles vom Masterplan. Und der dritte Schritt war, verdammt, wenn wir es schaffen, Millionen von Haushalten auszurüsten mit Solaranlagen, mit Wärmepumpen, mit Elektroautos, dann herrscht im Netz ein Chaos, im Stromnetz. Das heißt, hinter dem ganzen Produkt muss eigentlich eine Plattform gebaut werden, die diese Probleme auflöst. Und jetzt kommt dieses Kästchen ins Spiel. Es nennt sich Heartbeat, also Herzschlag, und vernetzt im Hintergrund eine komplexe Software mit allen Geräten, die intelligent und gleichzeitig vollautomatisch den Energiefluss zu Hause steuern soll. Denn erneuerbare Energie steht nicht rund um die Uhr zur Verfügung und ist daher stark schwankend. Bei Sonne liefert die Photovoltaikanlage auf dem Dach viel Strom, am Abend nicht. Deshalb sorgt das intelligente System dafür, dass bei Überschuss automatisch die Wärmepumpe und das Auto geladen werden. Oder der Batteriespeicher. Je nach Bedarf. Wenn die eigene Solarstromproduktion nicht ausreicht, kauft das System automatisch Strom an der Strombörse dazu. Und zwar clever. Also möglichst dann, wenn der Strom am günstigsten ist. Zum Beispiel nachts, wenn eigentlich wenig Bedarf ist, aber der Wind bläst. Genau der richtige Zeitpunkt, um dann zum Beispiel das Auto zu laden. Das System versucht also intelligent, dem Rhythmus von Sonne und Wind zu folgen. Das soll den Strom für die Kunden klimafreundlich und gleichzeitig preiswert machen. Für Neukundinnen und Kunden liegt der Strompreis momentan so bei 30, 35 Cent. Wir garantieren einfach, dass der effektive Strompreis höchstens bei 15 Cent liegt. Und es gibt keinen günstigeren Stromtarif in Deutschland. Natürlich muss man sagen, der setzt immer voraus, dass man Heartbeat hat. Wie das ganze System in der Praxis funktioniert, schauen wir uns bei Familie Modrock an. Das Mehrgenerationenhaus auf 3 Etagen hatte bisher eine Gasheizung. Jetzt hat das Startup eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dazu einen Batteriespeicher, eine Ladestation fürs E-Auto und 2 Wärmepumpen im Garten verbaut. So eine Komplettlösung gibt es ab 35.000 Euro. Nach oben sind die Preise aber offen. Die Familie hat für das 3-Generationen-Haus etwa 4-mal so viel investiert. Warum haben sich die Modrocks bei diesem Riesenprojekt ausgerechnet für das junge Startup entschieden? Es hat mich begeistert, dass ich eigentlich nur einen Ansprechpartner habe, der für uns das Gesamtkonzept erfüllen kann und dass ich nicht 4 oder 5 verschiedene Betriebe organisieren muss. Letztendlich auch die Seminare, die angeboten wurden, wo ich Fachwissen bekam, was ich vorher nicht hatte. Das hat mich überzeugt. Die neuen Geräte vernetzt der Elektriker jetzt mit dem Energiemanager, der im Hintergrund alles so steuern soll, dass der Strom so preiswert wie möglich ist. Voraussetzung dafür, dass das System funktioniert, ist ein sogenannter Smart Meter, ein digitaler Stromzähler, der den Stromverbrauch und die eigene Stromproduktion in Echtzeit misst. Also aktuell ist es ja so, dass die meisten Zähler noch ganz normale klassische Zähler sind und vom Ausbau her sind wir ja noch bei weniger als 1% bei den Smart Mietern. Das haben wir noch komplett vor uns, das Thema. Und im Vergleich zu Skandinavien
Wenn wir jetzt Dänemark zum Beispiel als Beispiel nehmen, da ist der Smart Meter schon zu 100% vorhanden. Also da gibt es gar keine standardklassischen Messsysteme mehr. Genau. Familie Modrock muss aktiv nichts machen, um den günstigsten Strom zu bekommen. Trotzdem können Sie über eine App in Echtzeit verfolgen, wie viel Strom Sie gerade selbst produzieren oder eben dazu kaufen. Noch kann Familie Modrock nicht wissen, ob ihre Rechnung in der Praxis aufgeht. Deshalb besuchen wir auch noch Detlef Pape, einen ehemaligen Elektroinstallateur, der sich mit seinen Stromkosten gut auskennt. Vom Startup hat er sich eine zusätzliche Photovoltaikanlage, einen Stromspeicher, eine Ladestation fürs E-Auto und den intelligenten Energiemanager angeschafft. Das hat zusammen 20.000 Euro gekostet. Detlef Pape heizt aber nach wie vor mit einer alten elektrischen Fußbodenheizung. 60% seines Stromverbrauchs kann er durch die Photovoltaikanlage selbst abdecken. Den Rest kauft er bisher für 39 Cent je Kilowattstunde dazu. Mit dem neuen dynamischen Stromtarif soll das jetzt billiger werden. Die Reststrommenge bezahlen wir mit 15 Cent pro Kilowattstunde. Und das bedeutet im gesamten Jahr eine Kostenersparnis von 1.000 Euro. Und das sind mehr als 50% gegenüber dem letzten Jahr. Noch gibt es all das nicht für Mietshäuser. Das soll sich aber irgendwann ändern. Ansonsten klingt das System des Startups genial. Günstiger Strom und gleichzeitig ökologisch. Aber was ist, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht? Kauft das System dann doch wieder den Kohlestrom dazu? Natürlich versucht die Software als allererstes mit Wetterdaten auch zu prognostizieren, wie lange kann man denn eine Brücke bauen. Und diese Brücken bauen wir über den Stromspeicher. Ja, wenn alle Stricke reißen, greifen wir auf das ganz normale System zurück. Und wir würden auch immer sagen, eine bestimmte Grundlast wird es immer geben müssen. Und ob die dann aus Wasserstoff kommt, ob die aus Kohle kommt, ob die aus Gas kommt, es wird eine Grundlast benötigen. Aber man kann helfen, die Grundlast insgesamt kleiner zu machen, desto mehr Verbraucher dem Angebot von Sonne und Wind folgen. An den Sinn und Erfolg dieser neuen Energieplattform glauben namhafte Firmen wie Porsche und Douglas. Sie haben große Summen investiert. Aber hat das Startup wirklich das Zeug, die Energiewende signifikant voranzubringen? Das fragen wir die Expertin für Energiewirtschaft, Professor Claudia Kempfert. Rein theoretisch ist der Bedarf riesig, praktisch auch, weil viele sind ja völlig verloren in dem, was sie da jetzt umsetzen müssen bei der Wärmewende. Und vor lauter Schreck bauen sie sich noch Gasheizungen ein. Das geht ja völlig in die falsche Richtung. Da kann ein solches Startup gerade solche Rundum-Sorglos-Pakete anbieten. Das halte ich auch für sehr sinnvoll. Bisher hat das Startup 85.000 Energiesysteme installiert. Bis 2030, also in nur 7 Jahren, sollen es schon 1,5 Millionen sein. Damit will das Startup Produktions- und Flexibilitätskapazitäten schaffen, die etwa der Leistung von 22 Atomkraftwerken entsprechen. Aber ist das wirklich realistisch, was Philipp Schröder da vorhat? Oder ist hier auch viel Wunschdenken bis hin zu Hochstapelei im Spiel? Wenn man es gut macht, kann man auch solche Superlative erfüllen. Ich denke, eine solche Ankündigung ist aber eher dafür da, wie andere Startups auch, sich interessant zu machen, Investoren zu finden und entsprechend den Weg einzuschlagen. Aber grundsätzlich ist das nicht unmachbar. Klar, das Ganze ist natürlich auch eine riesengroße Geschäftsidee. Da geht es um viele Milliarden. Aber wir sehen hier auch eine neue Generation des Unternehmertums, die das Potenzial hat, wirklich was voranzubringen, die Mut hat und Mut macht.